So how can we bring together both the spiritual and then living in a material world as we do? And my experience is that most of us are not in caves in India. We are not sitting there doing our mantras and praying and meditating, that most of us live in the world. And yet there is work that is available that you can do that can help you clear whatever has shut you down or held you back, so you can be exposed to the fullness of who you are, and that fullness can live life fully. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe nur immer das getan, was ich gerne tun wollte. Und ich glaube, dann gibt es überhaupt kein Problem. Dann kommt auch Geld. Denn Geld ist nur eine Energie. Ja, und das ist so ein Nebeneffekt, der kommt ganz automatisch. Man sollte nicht zu viel darüber nachdenken. Man sollte wirklich tun, was man gerne tut. Wenn man mit sich selbst in Frieden ist, dann wirkt sich das auch im Äußeren aus, auch im Materiellen. Aber wenn man nur nach Materiellen sucht oder nach dem Einklang zwischen Innen und Außen, Spiritualität und Materiellem, kreiert man nur noch mehr Ärger, mehr Stress. Einfach sich ausruhen. Dieses Leben annehmen, wie es ist. Und es passiert von selbst ein Gleichgewicht darunter, was einen überrascht. Durch die Akzeptanz und durch das Annehmen all dessen passiert auch ein materieller Ausgleich. Wenn genügend Menschen fähig sind, einzusehen, dass der einzig wirkliche Unterschied zwischen uns allen die Vorstellungen und Überzeugungen sind, die wir uns erschaffen, dann wird es ein weltweites, spontanes Erwachen für die Gewissheit geben, dass wir ein gemeinsames, unzertrennliches Schicksal teilen. Wir nennen uns ja die Violetten für spirituelle Politik. Das heißt, wir berücksichtigen nicht nur die rein materialistische Weltsicht, die die konventionelle Politik bei ihren politischen Entscheidungen berücksichtigt, sondern eben auch die geistig-seelischen Aspekte. Und die wollen wir eben in die Politik hineintragen, um ein lebensfreundlicheres Umfeld zu schaffen für die Menschen. Musik soll hauptsächlich die Quelle der eigenen Freude im Herzen der Zuhörer erreichen. Wenn man sich freut, ist man nicht manipulierbar. Dann ist man Freude und man kann nicht so leicht hin und her geschoben werden. Freude ist ein ganz starkes Argument. Die singen mit und die tanzen manchmal. Und die sind glücklich.
Der einzelne Mensch sucht sich durch Intuition einfach das aus, was ihm besonders gefällt, was ihn anspricht, und kann sich sicher sein, dass hier ein Maximum an Unterstützung und Anbindung für ihn beinhaltet ist. Es gibt einen Satz aus dem Heilen, also wenn Leute wirklich krank sind, der ist sehr wichtig oder relativ einfach, und der heißt: Ich vergebe mir und allen anderen für alles, was war, und liebe mich trotzdem. Denn für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen sich lieben, Spaß haben, Freude haben im Leben. Das ist es, warum wir hier sind. So, the Rainbow Spirit Festival is my favorite festival to come to. Because people are here for the right reason, and their hearts are open, and they're willing to go very deeply with the work. So, if anyone can get to the Rainbow Spirit Festival, I recommend it with all my heart. It's a joyous place to come to.